Ihr habt es geschafft. Woche 8 unserer Saisonvorbereitung und damit auch die letzte Woche. Viel Spaß beim Video. Als allererstes bin ich mega stolz auf dich, dass du es geschafft hast, mit uns durchzuhalten bis in die 8. Woche der Saisonvorbereitung. Und in der letzten Woche haben wir noch 2 kleine Änderungen für euch, die wir euch jetzt zeigen möchten, was den Kraftteil betrifft, und 2 Alternativen für euch für den Schnelligkeitsausdauerteil. Okay? Und wir starten direkt mit der ersten Übung. Los geht's! Bei der ersten Übung haben wir direkt eine Variation des Unterarmstütz für euch. Und zwar werden wir Thai-Push-Ups machen. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Und zwar gehen wir wieder in den Unterarmstütz rein. Und aus dem Unterarmstütz drücken wir uns immer in den Handstütz hoch. Und dann kontrolliert wieder runter. Möglichst wenig Bewegung hier hinten im Rumpf drin, in der Hüfte drin. Okay, also hier wieder zack und zack. Und immer schön Spannung im Core halten. Und wir gehen wieder runter und hoch. Wie ich euch das damals geschrieben habe, schön langsam die Übung machen, dass ihr erstmal die Stabilität habt und dann machen wir die Zahl an Wiederholungen. Das läuft sowieso auf Zeit, 60 Sekunden. Also lieber schön kontrolliert und stabil als hektisch und unsauber. So, dann haben wir noch eine Variante für euch bei der Schulterbrücke und zwar wird Ilko uns das jetzt zeigen. Wir gehen in die Reverse Plank rein und dann versuchen wir hier die Hüfte zu heben, Spannung zu halten, Hintern anzuspannen. Das werdet ihr hier merken, hintere Oberschenkelmuskulatur und einfach auch die Spannung da drin zu halten. Sehr schwierig die Übung. Wir zeigen einmal auch eine etwas einfachere Variation und zwar das Ganze nicht auf den Unterarmen, sondern auf den Händen und dann nochmal hier rausdrücken. Guckt, dass ihr schön eine Linie bildet, der Kopf ist gerade und schön die Spannung halten und wir versuchen das wieder über 45 Sekunden zu halten. Das waren die 2 Übungen für das Krafttraining. Jetzt haben wir noch 2 Übungen für euch für das Schnelligkeitsausdauertraining. 2 Varianten, die ihr einbauen könnt. Ihr habt ja letzte Woche schon 4 Übungen von uns bekommen. Wir wollten euch einfach mal noch 2 Varianten dazugeben, dass ihr mal so ein bisschen durchwechselt. Wenn euch eine Übung vielleicht nicht so gut gefällt, dann könnt ihr eine von denen von heute nochmal einbauen. Und die erste Übung, die wir machen, ist ein Sternenlauf. Ihr kennt das vielleicht vom Tennis, wenn man das vorne macht, vor der Grundlinie und dann die Ecken abläuft. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Und zwar stellen wir uns in die Mitte von diesem Kasten hier und dann werden wir die Ecken nacheinander ablaufen. Das Ganze wieder für 30 Sekunden und dann 30 Sekunden Pause. Hep. Oh, hier mal falsch hin. So, dann haben wir noch eine zweite Alternative für euch. Und zwar werden wir hier bei dieser Übung immer von Rot starten und dann um Gelb herum, wieder zurück, um Rot herum, wieder zurück, dann um Weiß herum und wieder zurück. Das Ganze wieder für 30 Sekunden. Ihr könnt dann auch wieder bei der zweiten Runde von Weiß starten, nach Rot, nach Gelb, dass ihr ein bisschen Variation habt. Oder ihr habt sogar einen Partner, der euch die verschiedenen Farben ansagt. Das heißt, immer wenn ihr zurücklauft, kommt schon die nächste Farbe. Gelb, dann lauft ihr zurück. Weiß, dann lauft ihr zurück. Wieder Weiß. Ja, dass ihr hier nochmal ein bisschen mehr diese Tennisspezifität drin habt und zwar auf Reize reagiert. Und zwar reagieren wir beim Tennis nicht auf akustische Reize, sondern auf optische Reize, aber das soll auch nochmal hier die Reaktionsfähigkeit trainieren. Das Wichtigste hierbei ist, wenn ihr die Richtung schnell wechseln wollt und schnell abbremsen wollt, ist, dass ihr, wenn ihr nach vorne kommt zu den Hütchen, den Körperschwerpunkt absenkt, damit ihr besser abbremsen könnt und euch wieder schnell nach hinten wegdrücken könnt. Das brauchen wir auch nachher im Tennisspiel natürlich und wir werden jetzt nochmal die Variation zeigen, in dem Ilko die Farben ansagt und ich das Ganze ablaufe. Weiß. Gelb. Gelb. Lauf. Hey! So, das war jetzt die zweite Variation, mit der Ilka die Farben angesagt hat. Ihr könnt das aber auch optisch gestalten mit dem optischen Reiz. Und zwar, dass ihr einfach nur die Richtung anzeigt oder ihr auch Hütchen in der Hand habt und einfach die Farbe hochhaltet. Ja, dann habt ihr noch mehr die Tennisspezifität da drin. So, das waren die 2 Übungen für den Kraftteil und die 2 Übungen für den Ausdauer-Schnelligkeitsteil, die wir euch zeigen wollten in dieser Woche, in Woche 8. Und ich möchte nochmal sagen, ich finde es mega,
dass so viele Leute sich für den Plan angemeldet haben. Und ich hoffe, sehr, sehr, sehr viele ziehen auch mit uns durch bis Woche 8 und können dann fit in die Sommersaison starten. Es ist egal, wann ihr anfangt mit dem Plan. Hauptsache, ihr zieht den Plan durch. Meldet euch jetzt auch noch an für den Plan für Woche 1. Ihr habt noch genug Zeit, euch vorzubereiten. Und wenn ihr euch auch nicht fürs Tennis vorbereitet, haltet ihr euch auf jeden Fall durch diesen Plan fit. Denn wir haben hier für euch ein Ganzkörpertraining zusammengestellt, das primär auch eure Gesundheit fördern soll. Okay. Also in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf diesem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Trainieren, macht's gut. Ciao.